abgefahren, wie konzentriert sie danach weiterritt. 75,34, bisher Platz 2, Franziskus und Ingrid Klimke liegen vorn und drei Paare haben wir noch. Und der hier, der hat sich auch richtig was vorgenommen, da bin ich ganz sicher, Vitalis. Ich habe mein ganzes Leben noch nie so ein Pferd gehabt. Der ist brav, der ist wie ein Labrador, würde ich sagen. Der ist wahnsinnig schön zu reiten, der ist abgeklärt, der ist konzentriert, der will arbeiten. Ja, ich weiß nicht, ich kann nicht ein einzigster negatives über dieses Pferd sagen. Der ist einfach eine Freude zu reiten jeden Tag. Ich bin gar nicht so sicher, ob er das als Kompliment sieht, wie ein Labrador. Aber ganz sicher ein Spitzenpferd. Er hat sich mit der allerhöchsten Note hier für das Finale qualifiziert, nämlich mit 78%. Isabel Frese sitzt in seinem Sattel, im Sattel dieses holländisch gezogenen Hengstes von Vivaldi aus D-Day. Im Besitz der Hengsthaltung Schockemühle. Neun ist er. Christoph Hess hatte vorhin einen sehr schönen Ausdruck. Er sagte, dieses Pferd hat im Viereck sehr viel Präsenz. Ich glaube, direkt können wir das hier bei ihm auch sagen, mit 4 Ausrufezeichen. Das hat sie gut gemacht. Ne, da ist er fast mit etwas zu viel Spannung auf die Diagonale. Sie ist weitergeritten und hat ihm trotzdem beim Weiterreiten Ruhe verliehen. Das war großartig. Kommt einem schon dieser abgefahrene Begriff bodenverachtend. Guck, der Anfang, da ist er etwas spannig. Ne? Da kommt er nicht gleich so locker nach vorne. Aber sie versteht es wirklich, das super dann in den Griff zu kriegen im Lauf der Diagonalen. Schön, ne? Diese lockeren Schlabberohren, die doch darauf schließen lassen, dass er, na klar, konzentriert an, aber nicht verspannt ist. Super. Mai ist der bei ihr. Genial geschlossen. Total konzentriert. Feinste Abstimmung zwischen den beiden. Na komm, lass das Genick jetzt schön oben. Jetzt wollen wir auch richtig an die eingemachten Details. Das war echt ein Stolperer. Beachten wir gar nicht. Oh. Sehr schön. Ja. Noch nicht ganz klein angelegt, noch nicht ganz so ausgereift wie im Schritt.
Aber das ist alles in allem bisher eine atemberaubende Runde. Schön fließend, immer bei ihr, zufrieden im Ausdruck. Guck mal, sie sitzt immer an ihm dran, ohne ihn irgendwie zu drücken oder sonst irgendwas. Es ist wirklich ein wunderbares Leiten, so möchte ich es fast nennen. Wir wollen mal nicht total ausflippen, obwohl man wirklich kurz davor sein kann. Er darf die Wechsel sicher noch mehr ins Bergauf. Aber das ist doch, guck mal her, alles auf einem Niveau. Schmal bleibt da hinten, gerade bleibt da, rhythmisch bleibt da, in der Anlehnung bleibt da. Da darf er sich noch mehr entfalten. Das kommt noch. Da steckt noch mehr drin. Sie wäre ja wahnsinnig, wenn sie da jetzt irgendein übertriebenes Risiko eingehen würde. Hält da auf der Diagonalen, meine ich, so ein ganz klein wenig den Ball flach. Jo, da hat sie noch Zeit, sich erstmal schön hinzusetzen. Ho, ho, ho. Brav. So, da ist er wieder. Zack, vorne oben vor ihr. Und da kommt er. Wahnsinnig. Tolles, tolles, irres Paar. Spitzenmäßig. Spitzenmäßig. Was für eine Runde. Ich bin auf Christoph Hess gespannt. Wir kennen ihn ja. Ich glaube, er wird auch ein bisschen ausflippen. Der 9-jährige Niederländer Hengst von Vivaldi Vitalis und Isabel Friese. Ja, und die Isabel war unglaublich gut auf diesen Tag eingestellt. Was ich ganz toll fand, was sie heute hingekriegt hat, sie hat das Pferd gefordert, ohne in einer Sekunde mal das Pferd zu überfordern. Sie hat diesen Vitalis, diesen herrlichen, in Holland gezogenen Schimmel in seiner vollen Blüte hier in Szene gesetzt. Fuchs, Entschuldigung, der Fuchs natürlich. So begeistert war ich, dass ich selbst die Farbe jetzt durcheinander gebracht habe. Einfach, das ist Harmonie pur zwischen Reiterin und Pferd. Und wenn man davon absieht, das haben wir, glaube ich, hier nur vom Springrichterturm aus gesehen, der letzte Übergang zum Halten, da ist das Pferd einmal umgesprungen hinten und beim Vormhalten hat es hinten rechts nicht voll belastet, das Hinterbein. Ansonsten ging der Perfektion ganz, ganz nahe. Unheimliche Höhepunkte in der Trabverstärkung, in den Galoppverstärkungen, diese wunderschöne Gelassenheit, immer die Ohren vorne, immer bereit, die nächste Lektion in voller, ja, Harmonie, ich habe gerade das Wort Blüte gehabt, in voller Blüte, in voller Präsenz zu präsentieren. Das war Reiten vom Allerfeinsten. Das war vorbildlich. Und ich glaube, das ist das, was wir uns im Nürnberger Burgpokal wünschen. Und ich bin jetzt ganz, ganz gespannt, ob es Platz 1 oder Platz 2 wird. Wir warten es ab. Hier kommt die Antwort bei E78,05, bei H81,22. Bei C 79,51, M 79,27 und B 78,05. Das ist die Führung mit 79,22%.
Und es ist immer spannend, meine Damen und Herren, das Ergebnis dann der Spectator Judging App Presented by SAP bekannt zu geben. Sie vergaben, zumindest einige von Ihnen, 75,687%. Zweiter Platz kann man machen. Fast hätte sie sie gehabt, die 80. Fast hätten wir hier da zum zweiten Mal die 80% im Finale geknackt. Aber